So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es ist soweit, der nächste Raid-Boss-Wechsel hat stattgefunden. Wir wollen einen Cresselia-Community-Raid machen. Das ist die Kirche. Und diese Kirche ist die Arena, wo wir heute den Raid machen wollen. Weil man da drüben aber so schlechte Ablagemöglichkeiten hat, nehme ich euch jetzt mit zum Stadtwappen. Da gehen wir nämlich immer hier um die Ecke. Das sieht richtig gut aus. Da habt ihr hier so einen schönen Stromkasten. Ja. Da kannst du dich hier herstellen, kannst du reinreden. Und wenn du raiden willst, hast du hier schön die Ablage. Kannst du die Handys herlegen, kannst du die Kamera hinstellen. Optimal. Das finde ich gerade so gut an Pokémon Go. Wenn du durch die Gegend läufst, irgendwie die Gegend erkundest, dich nach irgendwelchen Stops und Arenen umschaust. Und wenn du dann Video machen musst, immer darauf achtest, dass du irgendwo in der Umgebung etwas findest, wo du dich niederlassen kannst. Ich habe nie gesehen, dass hier ein Fensterbrett ist, ja? Er läuft schon durch die Gegend und sieht, dass da ein Fensterbrett ist. Seitdem Pokémon Go ist es so genial, du stehst immer hier an der Ecke, machst das. Jetzt stelle ich mich kurz ab, dann möchte ich euch zeigen, was sind die Konda, wen laden wir heute ein, wann geht's los, was ist mein Team. Ich habe dann noch ein bisschen was gepusht. Hatte ich am Montag auch eine Frage an euch, die habt ihr beantwortet. Das habe ich jetzt gemacht und deswegen können wir uns gleich wiedersehen beim Cresselia Raid. So, es ist jetzt 11.29 Uhr. Ich habe mal meinen Sack da hinten hingelegt. Wir gehen direkt mal auf YouTube. Ich verzichte heute drauf, euch das in der GoTool-App zu zeigen. In der GoTool-App habe ich ja gestern im Video was gezeigt. Das war leider ein bisschen fehlerhaft. Leute haben dann auch Poke-Battler empfohlen, alles. Ich bin eher ein Fan davon, dass du eine App hast für alles und kurz nachgucken kannst, was mir im Endeffekt aber nichts bringt, wenn die Angaben in der App dann falsch sind oder das nicht passt, aber der Großteil passt ja. Ich habe auch hier noch einen Post gemacht, Cresselia in den legendären Raids. Habe ich gedacht, die meisten tragen sich wahrscheinlich dann darunter ein für den Raid. Hier sieht man nochmal Konta, zum Beispiel die ganzen Megas und Kryptos, die ihr nehmen könnt, die ich jetzt vernachlässigen möchte. Ich möchte mich jetzt auf die allgemeinen Konta fixieren. Da seht ihr zum Beispiel Skelabra ganz vorne dabei mit Bürde und Spukball. Ich hätte mir jetzt ein 6er-Team Skelabra machen können. Aber weil Darkrai erst drin war und wir Darkrai so heftig geradet haben, bis das 100er kam, habe ich mir jetzt einfach eine 6er Darkrai-Armee hochgezogen. 1 auf 50, das 100%ige und 5 noch auf 40. Alle jetzt mit Stand, Pauke und Spukball, das habe ich noch umgeändert und habe jetzt auch das 96%ige auf 40 gezogen. Ich hätte natürlich noch 2, 3 andere auf 50 ziehen können, aber man weiß nie, was noch kommt. Vielleicht irgendwann Level 60, dann musst du nochmal 500 XL investieren, um es auf 60 zu bringen. Vielleicht gibt es wieder andere Bonbons. Ein Darkrai auf 100 würde mir jetzt gerade reichen. Und deswegen gucken wir mal rein. Ich habe nämlich gepostet, 11.35 Uhr, der Cresselia Raid. Hier sind die Leute. Die ersten 10, die sich eintragen, werden mitgenommen. Wir haben Aluhut, wir haben Eiverschaf, wir haben Shenaya, wir haben Kuli, Uhuwe. Fox Cookie haben wir nicht. Fand ich aber schön, dass es reingeschrieben wurde. Einfach viel Glück an alle. Trainer Sir Abs ist noch dabei auf dem einen Handy und dann auf dem anderen Handy die nächsten 5. Borki, Sascha, Henry, Niki, Mick, Juli und Checker Leonard. Der Rest hat es leider nicht geschafft. Sind halt die ersten 10 gewesen. Wir werden jetzt noch was zur Überblendung fangen. Wie gesagt, mein Team diesmal Darkrai 6 Stück und melden uns zurück, wenn der Raid aufgeht. So, es ist jetzt auch 35. Das heißt, ich muss einladen. Ich muss jetzt wieder erstmal mit den Kleinen auf die Arena. Der Große macht erstmal nichts. Um auf Nummer sicher zu gehen, weil sonst immer Leute, die sich nicht ankündigen, einfach hier abgreifen wollen. Ich mache jetzt eine private Gruppe auf. Mit Radfratz, Taubsi und Shiggy. Also das ist für euch jetzt egal, dass ihr braucht ja die private Gruppe nicht kennen. Und jetzt lade ich ein Aluhut, Kurli, Trainasse, Abs, Shenaya, Ivar Schaf plus Borki, Checker Leonard, Henry, Mikjuli, Sascha, weil ich den Gruppencode ja kenne, kann ich jetzt mit meinem Großen auch rein. Beim Hannes hatte ich eben noch Bammel, denn alle haben angenommen, bis auf den Hannes. Der Hannes hat jetzt eben angenommen, hat es wieder spannend gemacht. Geht jetzt also mit dem Großen auch rein. Radfratz, Vogel und eine Schildkröte hinterher. Gruppencode ist egal.
Unser Team müssen wir noch wählen. Was schlägt es uns denn vor? Wir haben ja ein Despo da drin, okay? Wahrscheinlich mit Biss Knirscher, denke ich mal. Das wird das Level 50er sein. Darkrai, Darkrai, Darkrai. Da unten kommt auch das 50er Darkrai. Nochmal Darkrai und auch Taubsital. Ich möchte heute aber wirklich einfach nur mit Darkrai spielen. Beziehungsweise Darknet führt die Bande an. Machen uns ein 6er Team Darkrai komplett. Wenn alle drin sind, müssten wir eigentlich dann 13 Leute sein. Wir sind 13 Leute, dann kann ich es ja jetzt auch aufmachen. Das Private lösen, falls doch das noch einer sieht in der Umgebung und beitreten möchte. In ein paar Sekunden. Warum nicht? Was habt ihr für ein Team? Was nehmt ihr gegen Cresselia? Braucht ihr noch Cresselia? Habt ihr schon Cresselia? Braucht ihr das Shiny? Ich habe es ja gestern auch gezeigt. Mein bestes Cresselia ist ein 98er. 98er Brudi heißt das. Würde ich aber nicht hochziehen. Auf Level 50 ziehe ich wirklich nur 100%ige. Da will ich Perfektionist sein. Das heißt, das 98er habe ich jetzt schon mehrere Jahre da drin rumliegen. Es gab bisher noch keine XL, außer vielleicht am GoFest, sonst war das nicht da. Jetzt ist es ja da, 2 Wochen. Da werden ein paar XL zusammenkommen. Ich werde aber nicht explizit auf Cresselia 100er Jagd gehen. Den Spaß haben wir gemacht bei Darkrai, das war okay. Den kannst du auch nicht tauschen. Das könntest du tauschen, könntest du vielleicht bei einem Lucky Trade als 100%iges bekommen. Ansonsten finde ich das auch nicht so cool. Das ist eher so das Mädchen-Pokémon. Guckt euch Darkrai an, guckt euch das an. Das ist einfach Unterschied wie Tag und Nacht. Terrakium hat ja leider auch nicht geklappt. Kobaldium habe ich 200er. Viridium, das 100er Wetterboost, ist geflohen letztens im Stream. Und Terrakium, ja, ich hätte mehr machen können, aber ich wollte es trotzdem langsam angehen. Der war jetzt nicht so wichtig, aber hätte mich natürlich gefreut. Der ist noch unwichtiger, ja, kann man das so sagen. Ich werde natürlich die Raid Mania machen, das ist ja kein Problem. Also Raid Mania muss immer gehen, egal was da drin ist. Und wenn Pandimos im 5er Raid kommt und wir Raid Mania machen müssen, ist das auch so. Und da geht es ja dann im Prinzip um unsere Interaktionen, da geht es um eure Raid Mania Punkte, also am Mittwoch. Mittwoch wird immer durchgezogen, aber ansonsten werde ich bei dem auch nur die täglichen Pässe verbrauchen. Immer nur ein Raid pro Tag und das muss reichen. Und wenn da das 100er dabei ist, dann ist okay. Durch die Raid Mania kommen wir trotzdem XL zusammen. 2 Raid Manias wird es geben, weil der begnügt uns jetzt 2 Wochen. Am Wochenende wollte ich am Samstag eigentlich auch Raids für Zuschauer mit dem machen. Weil Sonntag dann Community Day ist. Und nächste Woche, ja, Sonntag Raids für Zuschauer. Weil Samstag ich da nicht da bin, so hätte der auch genau 2 Raids für Zuschauerfolgen gehabt. Wie wir das machen, ob das so klappt, weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir erstmal gucken, ob ich noch einen Co-Hoster habe. Hier gehe ich jetzt mal drauf, da wühle ich mich fix durch. 84% mit 16,12. Der hat 16,18. Jetzt gucken wir mal auf dem Großen, ob der mehr hat als 16,18. 17 Bälle. Es ist schon mal kein Shiny. 15,70. Oh mein Gott, es ist wieder der. Es ist genau der schlechteste, ja? 16,12, 16,18. Und was kriegt der Große? 15,70. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Fangen ist. Cresselia ist auch einer von denen, die ich überhaupt nicht leiden kann. Weil du da einfach wieder so viel Geduld brauchst, den zu fangen. Weil der immer nach links geht, weil der immer nach rechts geht. Du eigentlich nur die Möglichkeit hast zu werfen, wenn der in der Mitte ist. Der Kreis ist aber trotzdem, dafür, dass er so hoch war, dafür, dass er so groß war und trotzdem als einfach fabelhaft gezählt hat, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ihr müsst den Kreis nicht zu klein machen. Wenn ihr aber wirklich effektiv sein wollt, dann wartet, bis der angreift in der Mitte und werft dann. Also wenn ihr gut nach links werfen könnt, wenn ihr gut nach rechts werfen könnt, dann könnt ihr natürlich auch jetzt werfen, aber das ist nichts für mich. Ich stehe also hier und warte, bis ich irgendwann in die Mitte werfen kann. Und das kann dauern. Und deswegen mag ich Cresselia auch nicht. Obwohl das bei Darkrai auch so war. Guck, jetzt geht er in die Mitte und geht gleich wieder nach links. Ich verstehe es nicht. Da wünscht man sich gleich Despo da zurück. Despo da ist so aggressiv.
Despo da, der weiß gar nicht, was nicht angreifen ist, weil der die ganze Zeit nur mit Angreifen beschäftigt ist. Ah. Da wünscht man sich auch manchmal, man hätte nur zwei Bälle. Dann ist es schneller vorbei. So, ganz ruhig. Curven, werfen und wir werfen trotzdem daneben. Oh mein Gott. Und er ist drin. Ihr seht, einfach fabelhaft. Nix. Ihr werft daneben, er ist drin. Beste. 4 XL-Bonbons gibt es auch gleichzeitig dazu. Das sind noch die ersten XL-Bonbons, die ich für dieses Pokémon bekomme. Wir gucken mal nach den Werten. 11, 11, 11. Hätte 10, 10, 10, wäre das eigentlich auch cool, weil 10, 10, 10er aus dem Raid kann man ruhig mal sammeln bei den Legendären, weil die so fresh aussehen. Hat jetzt Strauchler auch dabei. Und wir können euch das nochmal zeigen hier. Cresselia. Da ist das Lucky Shiny. Da ist mein 98er Brudi. Ja, das ist das Beste. Also über 16,30 ist dann das 100er. Ja, und ansonsten sind hier noch ein paar Shinies dabei. Aber wie gesagt, 98er. Wir können das 98er dann mal auf 40 ziehen. Bei Bonbons hast du dann sicherlich eh genug von den normalen. Aber alles andere, weiß ich nicht. Alles andere ist Quatsch. Nur 100er. Nur 100er werden auf 50 gezogen. Aber da hat jeder wieder eine andere Meinung. Ich werde jetzt hier mit nach Hause nehmen. Die werde ich noch fangen. Kamera ist auch gut eingestellt. Wenn ihr Glück hattet, wenn ihr das 100er bekommen habt im Raid jetzt, schreibt es mal rein. Wenn ihr ein Shiny bekommen habt, schreibt es mal rein. Wir sehen uns, glaube ich, heute Abend bei Despo da Raids für Zuschauer wieder, weil das auch noch viele interessiert, viele da noch Bonbons brauchen. Also schaltet ein, 18 Uhr Despo da Raids für Zuschauer. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.